Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist Rasheiter und wir sind in einem neuen vorgestellt und zwar heißt das Spiel Rungor Beginner Experience. Ja, wollen wir mal schauen, was das so ist. Ich denke, das ist grafisch jetzt so ein bisschen retro, aber naja, wir müssen gucken, wie es geht. Ich habe Fehlversion auf Wunschliste, ist klar, verlassen. Optionen habe ich schon reingeguckt, da kann man nicht ganz viel einstellen, außer Auflösung, halt, Vollbild oder nicht Vollbild und die Lautstärke. Und dann hat man hier oben noch ein Kickstarter-Geschichte und dieses kleine Indie-Projekt. Oder wir posten überhaupt nichts, folge uns auf Twitter, Exclusive-Club im ganzen Discord und füge unser Spiel dann in Wunschliste in Steam hinzu, sozusagen. Das Spiel gibt es in mehrere Sprachen, wie ihr hier seht. Reichlich sogar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 Sprachen. Wir bleiben natürlich auf Deutsch und gehen mal auf Spielen und gucken, was uns da erwartet. Ne? Ich denke mal, nach dem Intro starten wir das dann. Ne? Bis gleich. Okay, hallo. Vorwärtsrennen ist cooler. Weißt du, was noch cooler ist? Zum Beispiel, jemanden abzuschlachten. Naja, weiß ich nicht. Zu kämpfen kommt es auch mal, du solltest dir darüber nicht viel, zu viele Gedanken machen. Okay. Ich brauche also nur laufen bis jetzt. Wenn überhaupt. Wähle drei Karten. Oh, hey, diese verfluchten Deck hat einige Karten verloren. Klasse, du kannst dir ein paar davon für den nächsten Kampf mitnehmen, wenn du deinen Gegner noch heftiger töten willst. Der Held attackiert einen Gegner. Der Held attackiert einen Gegner. Der Held attackiert einen Gegner und gewährt Rüstung. Okay, dann nehmen wir die, die und die. Und dann gehen wir zum nächsten Kampf. Ah, dann kann ich das hier auswählen, ne? Ich schätze, ich könnte dir ein paar Karten zusätzlich geben. Nutze so viele Karten, wie du willst. Okay. Wandert ein Gegner in blutige Matsche. Ja, weiß ich nicht. Zermalme ihre Knochen zum Staub, mehr Blut für den Blutgott. Na super. Ja, jetzt kann ich hier so ständig Karten machen. Und dann habe ich ihn jetzt, oder? Ja, sieht so aus. Wähle eine Karte. Dieser Rüstungsstand hat gar keine Knochen. Naja, was soll's. Er hat aber etwas Ausrüstung für dich fallen gelassen. Wenn du den Kram mitnimmst, behältst du ihn auf ewig. Oder bis etwas anderes an diesem Platz ausrüstest. Dann nehmen wir das mit, ne? Okay, da mal eine Pylone. Der Held attackiert, attackiert, attackiert. Jetzt kann er in der Gewehrtrüstung. Da ist schon die Pylone kaputt. Hast du gemerkt, dass sich deine Gesundheit erhöht hat? Nö, habe ich nicht gemerkt. Wo denn? Artefakt halt 10% der maximalen HP nach dem Kampf. Das liegt einem Startartefakt. Jeder Held hat eines. Es gibt seine Beste, also sei dankbar. Boss Mr. Hoggle. Oder so ähnlich. Wenn du deine Augen doll zusammenkneifst, kannst du den Umriss deines nächsten Gegners erkennen. Spiele keine Karten. Gib nach 5 Sekunden auf. Keine Ahnung, was der mir jetzt hier sagen will. Und alle Statistiken. Aber wenn interessiert das. Coole Kerle werfen sich an E-Blindings in jeden Kampf. Ich verschiebe dieses Fenster, damit es nicht im Weg ist. Kann ich die alle nehmen? Nein, ich kann wieder nur 3 nehmen. Dann nehmen wir die. Das ist ein Teddybär. Verstehe ich jetzt nicht. Hey, Glückwunsch zum Sieg über den Boss. Sieht so aus, als hättest du das Ende der Tutorial erreicht. Der Held attackiert einen Gegner. Jetzt liegt noch mehr Level vor dir. Okay, bye bye. Verursachter Schaden 88, verloren HP 12, Zeit 183. Weiter. Level freigeschaltet, Dschungel. Dschungel, Dungeon haben wir noch nicht freigestaltet, also können wir sowieso nur Dschungel nehmen. Ein vergessene Straße, ein vergessener Wald. Niemand erinnert sich daran, wo sie hinführt. Ja, Rittertyp, dann kann man hier wahrscheinlich auch was freispielen, was natürlich noch nicht ist oder in einer anderen Version wäre. Hier sieht man der Kampf, wahrscheinlich ist das ein Herz und das ist keine Ahnung was.
steht hier halt HP nach jedem Kampf. Kann man nichts anklicken, sieht man nichts. Pionier auf dem Gebiet des Eintreten von Türen. Halt HP nach jedem Kampf. Rittertyp. Naja, starten wir den mal nochmal. So, hier haben wir dann Rüstung. Rüstung, Rüstung. Rüstung, Rüstung, Rüstung. Ach, da muss ich das hoch machen. Ah, nicht anklicken. Ist ja cool, oder? So, da gibt es neue Sachen. Waffe. Jede vierte Attacke verursacht Markierung. Okay, dann nehmen wir die, weil es mehr Schaden gibt. Fügt Markierung zu. Hört sich dann auch brauchbar an. Okay, wenn der Gegner markiert ist, verdoppelt. Da sind hier oben so Werte. Und das hat der 8, der hat 4, der hat 6. Keine Ahnung. Der hat nur 1. Ich kann ja sowieso nur die 3 mitnehmen. Also auf geht's. Fügt eine Markierung hinzu. Ja, ich weiß nicht, ich mach's einfach so, ne? Wird schon klappen, oder? Markt. 48 zu 8, das sollte klappen, oder? Um den Kampf musste ich mich nicht kümmern. Sehr schön. So, erhöht Angriffsgeschwindigkeit für 6 Sekunden. Gut, für jeweils eine gespielte Karte wird eine Rüstung gewährt. Gewährt Rüstung. Erhöht Angriffsgeschwindigkeit für 6 Sekunden. Der Held akkretiert an... Der Held attackiert einen Gegner. Ah, da gibt es eine Angriffskarte. Fügt Markierungen, der Held attackiert einen Gegner. Ich glaube, das hier ist mit der Angriffskarte vielleicht ganz nett. Gewährt Rüstung. Ja, und ich nehme mal jeweils die Rüstung gewährt. Ah, das ist mein Gegner hier. 30 Herzen hat er, also Lebensenergie. 30 Kraft zum Angreifen und die Geschwindigkeit ist 0,0 Sekunden. Explodiert nach 10 Sekunden. Keine Ahnung, wie das gut ist und was das schlecht ist. Okay, dann geht's. Er wehrt mir eine Karte und jetzt ist er schon kaputt. Naja. Du hast begonnen, an das Herz der Karten zu glauben. Du hast deinen Karten gefallen. Das hat deinen Karten nicht gefallen. Ach nee, hast du doch nicht. Das hat deinen Karten gefallen, wahrscheinlich. Die Quelle jetzt sich hört, lasse, lauf weiter. Ja, keine Ahnung, was die von mir wollen. Ist jetzt nicht so prickelnd, oder? Waffe, jede Attacke verursacht Markierung. Achso, das hatten wir schon. Der Held attackiert einen Gegner, gewährt Rüstung. Fügt Markierung hinzu. Der Held attackiert Gegner, gewährt Rüstung. Ja, das ist das gleiche wieder. Und dann lassen wir das erstmal weg. Waffe, jede Attacke verursacht Markierung. Fügt Markierungen hinzu, aber wenn diese Waffe ja schon 4 Markierungen hinter jede vierte Attacke verursacht, dann machen wir so. Der Held attackiert, ja, keine Ahnung, nehmen wir die 3. Jetzt ist meine zweite Karte weg und ich weiß nicht warum, aber ich bin so gut und schlag den auch so. Der Boss ist jetzt Box. Mit Angriffsgeschwindigkeit für 6. Akkretiert einen Gegner und fügt Markierungen hinzu. Akkretiert einen Gegner, akkretiert erneut, wenn der Gegner markiert ist. Gewährt Rüstung. Erhöht jegliches Gewinn an Rüstung um 4. Okay. Achso, okay. Achso, die sind beide gleich. Dann nehmen wir die mal und gucken, was dabei passiert. Fügt Markierungen hinzu. Gegner ist markiert, dann geht das. Und ach komm, machen wir das dann noch drauf und dann gucken wir mal, was passiert. Ah, wir haben eine Markierung gehabt. Okay, 14 und zu 3. Ah, okay, 0. Haben wir geschafft. Was ist das jetzt? Wähle Artefakte. Artefakt teilt 20% der maximalen HP nach dem Kampf. Du kannst hier nach dem Kampf eine zusätzliche Karte nehmen. Artefakt erhält die Hälfte seines Rüstungs nach dem Kampf. Ach, das hört sich am besten für mich an. Und dann attackiert einen Gegner und fügt Rüstung entsprechendem Schaden hinzu. Attackiert Gewehr, Attacken gewähren Rüstung für 4 Sekunden, fügt Markierungen hinzu, erhält Berserker für 10 Sekunden, Waffe erhöht Angriff um 1, gewährt Rüstung, attackiert einen Gegner, gewährt eine Angriffskarte, fügt Markierungen hinzu. Ja, dann machen wir das.
Ja, nehmen wir das mal. Keine Ahnung, wofür es gut ist. Ebene 2 von 2, okay. Keine Ahnung, ob es gut oder schlecht war, was wir gerade gemacht haben, aber wir besiegen den. Na, der leidet sich immer wieder, wa? Okay, wir haben ihn trotzdem geschlagen. Waffe erhöht um 2, attackiert und betäubt Gegner für 2 Sekunden. Okay, gewährt Rüstung. Gewährt eine Karte mit Rüstung. Wenn der Gegner markiert ist, wird er ein weiterer gewährt. Machen wir das. Ja, den müssen wir auf jeden Fall betäuben. So, 44 zu 22, also die Hälfte. Ja, sieht gut aus. Den haben wir auch geschlagen, ne? Aber der heilt sich immer wieder. Poison, Gift, Shit. Okay, was haben wir hier? Gewährt den Besser-Effekt, solange der Rüstung hat. Hört sich gut an, oder? Erhält Berserker für 10. Attackengewehr, Rüstung 4. Aber das nicht, markiert. Ja, machen wir das. Haben wir noch einen? Wir haben noch einen. Gewährt Rüstung, du verlässt sie aber nach 5 Sekunden. Machen wir mal Berserker und gucken, was das ist. So, Berserker haben wir jetzt. Und? Bringt mich das was? Das sieht nicht gut aus. Ja, das war's. Du bist gestorben. Typ wurde freigeschaltet. Jägertyp. Aha, das heißt, wir können im nächsten vorgestellt dann mal den Jägertyp noch ausprobieren. Der schießt ja wahrscheinlich mit Pfeil und Bogen. Und ja, für die erste Runde soll es reichen. Ich denke mal, ist so lala, ne? Für zwischendurch vielleicht mal eine Runde oder so, aber der Hit ist es jetzt nicht. Aber wir wollen mal den Jägertyp in der nächsten Folge auch noch angucken, ne? Dann sage ich mal erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Vorschau. Bis dann. Ciao.